Frauen sind deshalb Halbsprechwesen oder nicht ganz alle, weil sie einerseits in der Sprache im Symbolischen sind, aber ihre Psychose ist der andere Teil jenes Imaginären, ihre Schönheit des Körpers, die erahnen lässt, was das Reale damit anzustellen beabsichtigt, zur Wiederholung dieser Formtypengestalt. Und diese Form des imaginären Schönen, des Spiegelbildlichen, ist praktisch ein Spiegelbild der anderen Kehrseite des Realen, mit dem sie Liaison unterhalten und Ahnungen haben in Tanz, Bewegung und sonstigen Wellungen und Wallungen, die nur sprachlos zu vermitteln sind. Man könnte sagen, die Schönheit ist die Psychose der Frauen, oder man könnte sagen, der Schönheitskörper der Frauen ist das Symptom des Realen, der sich vermittelt und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt.